Ach, von hinten kam auch noch einer. Oh, es wird Tag. Wah! Natürlich muss ich die Spinne zum Schluss auch noch einmischen. So. 3, 4. Ja, ich weiß, du möchtest mit deiner Schaufel hier auch mithelfen, Dreck umzuschippen. Ach, guck mal, der hat sogar so ein Ding dabei. Ah. Mach mal mit. Noch mehr Rüstung. Den Apfel, den essen wir jetzt. Und dann ist mir der Eimer dann doch lieber. Na, vielleicht haben wir ja gleich Platz. Wenn wir dann wiederkommen, haben wir dann auch einen Stapel Kürbisse dabei. Ach, hab ich einen vergessen. Oh, das sind 5. Habe ich mich um einen verzählt? Ne, hier sind es nur 3. Ach, habe ich den hier einen? Zu weit gemacht. So. Ah, die Monster, die wir jetzt hören. Die sitzen alle brav in ihrem Tunnel da. Und warten darauf, dass wieder Nacht wird. So, und jetzt haben wir auch den Platz frei. Dann können wir theoretisch den Helm auch noch mitnehmen. Dann sehen wir noch mal zu, dass wir hier den Weg hinkriegen. So, hier kommt kein Weg hin. Aber auf der Seite... So, da hier ja... ein fester Kürbis reinkommt, sieht man das am Ende nicht mehr. Ich sollte jetzt gleich auch mal den Helm einsammeln. Ah, war ich schon zu spät? Oder habe ich den schon? Ach, den habe ich schon. Ah, dann nehmen wir noch Spinnenfäden mit. So. Und jetzt bauen wir das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danach kommt dann der Fluss im Querformat. Und dann gehen wir wieder eine Reihe tiefer. Damit wir hier halt die Höhe noch so ein bisschen nutzen von dem Berg. Und auf der anderen Seite relativ tief sind, damit wir eine schöne Talmauer dorthin kriegen. Ah. Sieht doch nicht mal schlecht aus. Man kann ja natürlich alles anbauen. Also man ist ja nicht darauf gezwungen, jetzt nur Weizen anzubauen. So, gehen wir jetzt erst zurück. Geben so ein bisschen den Mist ab, holen Kürbisse. Ich würde sagen, ja. Oder haben wir noch einen Stack? Nee. Kies könnten wir noch hier lassen. Ja, auf der Seite wird man das aber sehen. Von daher machen wir ihn voll. Ja, für eine Nacht Arbeit sind wir da doch recht weit gekommen. Ja, sobald es anfängt, dann auch mal Weizen zu werfen, wird es dann natürlich nochmal schöner. Und ich denke, auf dem Berg werden wir später dann wirklich Halbsteine draufpacken, also Holz-Halbsteine. Ich weiß noch nicht, welches Holz. Hier müssten wir noch durchkommen.
Ist auch relativ nah zum Lager. Müssen dort ja eh hin, da dort ja die Kürbisse sind. So. Ja, momentan ist das Weizenfeld noch sehr abgelegen. Nur gebt mir noch 2 Jahre Zeit, so Folge 4000. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir können die Sachen gleich richtig einsortieren. Wenn wir denn schon mal hier sind, also. Knochen haben wir keine, aber Spinnfäden, Pfeile. Stöckchen behalten wir. Der Rest kommt eine Etage weiter runter. Das Fichtenholz, das könnten wir theoretisch auch noch gebrauchen. Das kann man hier alles noch gebrauchen. Oh, viel Spielraum haben wir nicht. Aber wir machen auf jeden Fall, gehen wir dann nochmal nach ganz unten und machen einmal alles mit Dreck voll. Ja, andere Seite ist mir gerade lieber. Jetzt holen wir uns mal an Kürbissen, was geht. Ich denke mal, die Weizenfarm hier wird auch noch nicht so weit nachgewachsen sein, dass wir da problemlos ernten können. Ich möchte jetzt kein Rosinenpicken hier veranstalten. Wir warten auch da unten, bis ein Feld wirklich voll ist und dann gehen wir einmal drüber. Dann brauchen wir auch noch neue Fackeln. Sollte, denke ich, auch kein Problem sein. Dafür haben wir ja so viel Holz dabei. Vier Kürbisse pro Feld. Das heißt, wir kommen da schon mal 10 Felder mit aus. Sollte schon fast eine Zeit lang reichen. Aber dann gehen wir trotzdem mal da oben rüber. Ja, was sag ich hier? Ist alles noch grün. 1 oder 2 sind vielleicht reif. Das lohnt nicht. Das war auch eine Arbeit, diesen Berg hier zu präparieren. Wir werden jetzt übrigens nicht alle Kürbisse dann verbauen, also um Gottes Willen, da müsst ihr keine Angst haben, dass ich jetzt da 100 Felder anlege. Nee, so bescheuert bin ich dann doch noch nicht. So. Den Rest machen wir dann noch mit Dreck voll. Den nehmen wir unten aus unserer Grabbelkiste. Da sollte genug drin sein. Dann können wir sofort ein bisschen noch weiter bauen. Und das Dach werden wir heute nicht fertig kriegen. Ich hatte auch am Anfang der Aufnahme, oder vielmehr am Anfang, wo ich dieses Haus gezeichnet habe, hatte ich die Zahl 4 im Kopf für Weizen, Weizenblock. Aber nein, es ist ja 9.
Ist das jetzt auf den Weg zur Nacht oder? Ach, wir nehmen uns ein Bett mit für da hinten. Ist, glaube ich, besser. Fackeln. Ich würde sagen, wir nehmen einfach erstmal nur die Kohle mit. Quatsch, eins der Kohle reicht voll und ganz. Ach, da haben wir Dreck. Wie weit sind wir eigentlich inzwischen? Ach Gott, haben wir noch genug Platz? Was ist eigentlich aus unserer Katze geworden? Aus kleinen Virtual Tilly. Sie saß doch immer hier rum. Nee, das ist eine Fackel. Schade. Die haben wir uns auch ewig nicht mehr gekümmert. Vielleicht hat sie sich in dieses Schaf verwandelt. Ach du Scheiße. Oh. Naja. Ah. Sich natürlich anbieten würde, wenn wir die Stelle hier überbauen wollen, die Mauer weg und von hier dann einen Tunnel zu machen. Ja, das wäre, denke ich, die beste Lösung zu den Feldern, würde ich sagen. Das heißt, wir würden hier unter dem Ding rauskommen. Ja. Das wäre eine tolle Sache, eigentlich. Übrigens werden wir wahrscheinlich bald dort die Wasserquelle auch überbauen. Deshalb stelle ich das Bett jetzt schon mal möglichst abseits hin. So. Zwei, drei, vier. Drei, vier. So, damit haben wir erstmal. So. Ja, das mit dem Rüberlaufen klappt doch wunderbar. Ja, noch können wir da Wasser holen.
So. Dann hier entlang. Frage ist, wenn hier jetzt Wasser durchläuft. Ey, da komme ich noch raus. Da kann ich rausspringen, genau. Gut. So, hier kommt jetzt auch Wasser hin. Wieder schön zwei rein. So, und auf der anderen Seite, jetzt muss die Crafting-Box weichen. Kommt jetzt auch dort hinten hin. Wir machen gleich erstmal das Wassergefälle. Damit wir überall schon mal auf Wasser auch zugreifen können, auch wenn wir hier weiterbauen. Das ist einfach momentan, denke ich, das Beste, was wir tun können. Sonst sitzen wir bald buchstäblich auf dem Trockenen. So. Hier mache ich dann erstmal eine kleine Sperre rein. Hier auch. Und ich glaube, mehr Wasserläufe haben wir momentan noch nicht. Nee. So. Oh ja. Solides Ding, Iro. Solides Ding. Tolle Sache, Harry. Tolle Sache. Das setzt sich nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich, weil das nur oberflächlich alles ist. Gut, das heißt, wir müssen jetzt 5-6 Mal da hochklettern, bis wir da oben eine einigermaßen tolle Wasserquelle haben. Nee. Gut. Ich habe es natürlich jetzt versaut.
möchte hier keine Kurven drin haben. Soll schön glatt runterlaufen. So. Jep, und hier unten machen wir das jetzt alles fest. Ich habe dorthin gekippt. So. Und von dort, ja, komme ich hoch. Also passt alles bisher. Und dort hinten stehen schon die ersten fertigen Weizenpflänzchen drauf. So. Hier jetzt noch eine Reihe tiefer. Das heißt jetzt nur noch auf der Höhe. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und jetzt müssten wir es dann breiter machen. Denn so ist das ja jetzt nur eine Reihe. Und ich hoffe, der da hinten wird bald mal reif, richtig. So. Ist ja immer schön, wenn man mehrere Projekte miteinander kombinieren kann, wie hier jetzt. Wir sind hier zwar an der Weizenfarm am Arbeiten, aber auch nur, weil wir jetzt gerade den Weizen für das Dach dort hinten brauchen. Sollte ich hier mal anfangen, gescheit abzuernten. Ich immer nur so ein bisschen drin rumwühlen. Das doch mit dem Gras nicht. Mann, wäre das schön, hier abzuernten.
Eigentlich müssten wir hier hinten auch jetzt eine zweite Windmühle hinsetzen. Aber das können wir ja gucken, wenn wir die Felder soweit fertig haben, dass wir dann noch so ein paar Deko-Gebäude daneben stellen. Die Stadt soll übrigens später über eine Brücke dann auf die Berge weitergeführt werden. Sobald wir jemals so weit sind, heißt das. Oh, viel Platz haben wir nicht mehr. Machen wir es voll. In die Richtung übrigens maximal da vorne bis wo die Berge anfangen. In der Richtung ruhig bis zum Hühnerstall hin. Das sieht unglaublich groß aus, aber wenn man guckt, wie schnell wir doch die Felder fertig haben. Wenn die Fläche einmal planiert ist, dann ist das jetzt nicht so viel. Und wenn wir dann wirklich mal das Verlangen haben, mit Heu zu bauen, haben wir dann auch genug Pflanzen immer stehen. Ne? Halben Stack noch. Und ich möchte das jetzt ja auch nicht fertig bauen. Es ist jetzt wirklich nur, damit wir nicht jetzt doof rumsitzen und warten, dass das Heu, das Weizen wächst. Sondern damit wir auch aktiv was zu tun haben. Und das ist doch auch mal schön, dass wir hier endlich mal anfangen. Ich rede immer nur von dieser riesen Weizenfarm, die ich hier hinsetzen will. Aber gemacht haben wir ja in der Richtung bisher noch gar nichts. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier passt. Geht bald eh das Vogelfutter aus. Was jetzt natürlich noch ganz toll wäre, wenn wir die Mitte immer mit einem Seerosenblatt noch verzieren würden. Ah, das sind Luxusarbeiten. Das braucht man nicht unbedingt. Aber es ist halt schön. Man kann halt nicht mehr reinfallen. Und es ist trotzdem noch nass und bewässert. Von der Breite her wird es übrigens unterschiedlich weit sein. Je nachdem, wie viel Platz ist. Hier würde ich jetzt sagen, höchstens noch zwei Felder dran. Da vorne, oh, obwohl es ist eigentlich auf allen Seiten relativ identisch. Eins, zwei, drei, vier. Na gut. Wenn es auf allen Seiten identisch ist, dann ist es ja egal. Thank you.